So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich denke, wir können langsam beginnen. Es ist jetzt halt 7:30 vorbei. Ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen zu unserer nächsten Folge in unserer Reihe, in unserer Informationsreihe über zukunftsfähiges Umbauen und Wohnen in Kirchhorn-Schöring, wobei dies Themen sind, die sicher nicht nur für die Gemeinde Kirchhorn-Schöring, sondern ganz grundsätzlich für die Region, für uns alle interessant sind. Und wir nähern uns ja bei unserem Projekt schon langsam so ein bisschen unserer Zielgerade, wo wir dann einmal am Ende eine Art Pflichtenheft erstellen wollen, wie denn zum Beispiel die Bebauung in einem neuen Baugebiet ausschauen soll, wie es denn auch vielleicht innerorts weitergehen soll. Und in einem weiteren Schritt wird es dann so sein, damit wir uns damit beschäftigen, auch wie es im Außenbereich weitergeht. Vielleicht am Anfang ein paar kleine Spielregeln für heute. Die Veranstaltung wird wieder aufgezeichnet, sodass wir das dann danach in aller Ruhe dann nochmal auf unserem YouTube-Kanal anschauen kann, die Informationen, dass sie nicht verloren gehen und alle die, die vielleicht heute keine Zeit haben, das dann am Ende auch nochmal sehen können. Wir wollen natürlich auch in den Austausch kommen, sodass wie üblich Fragen im Chat möglich sind, die wir dann an die Frau Schaller, unsere Referentin, weitergeben. Wir wollen diesmal das aber auch ein bisschen noch weiter probieren, weitergehend probieren, sodass wir versuchen, auch in den direkten Dialog zu kommen. Also wenn Sie wollen und sagen, ich möchte auch direkt eine Frage stellen, dann ist es diesmal auch möglich. Dann bitte ich, sich einfach bemerkbar zu machen, die Hand zu heben. Unten in der Mitte ist die postiert und dann werden wir Sie aufrufen. Dann bitten wir Sie aktiv, das Mikrofon und, wenn Sie wollen, auch die Kamera einzuschalten. Und dann können Sie Ihre Frage stellen. Ansonsten werden wir die Mikrofone stumm schalten, weil es immer die Probleme mit Rückkopplungen und Ähnlichem gibt. Deswegen bitte ich Sie, sich aktiv zu melden, wenn Sie sich dazu äußern wollen oder eine Frage haben. Während dem Vortrag wird es immer so kleine thematische Blöcke geben mit Pausen, wo dann die Möglichkeit besteht, an Frau Schaller direkt Fragen zu stellen oder auch vielleicht allgemeine Fragen, die an das Projekt gewendet sind. So viel mal zum Allgemeinen, zum Organisatorischen ein wenig. Mich freut es, dass wir wenigstens auf diesem Wege unser Projekt, unsere Kommunikation fortführen können. Wir hätten das natürlich sehr, sehr gerne in Präsenz gemacht, in einer Hybridveranstaltung, damit wir uns wieder im Salitersaal hätten treffen können, vor Ort das Ganze dann auch besprechen und Fragen stellen. Das macht das Ganze viel lebhafter, aber auf der anderen Seite sind wir auch dankbar, dass wir überhaupt die technischen Möglichkeiten haben, dieses Thema zu transportieren. Und so bin ich froh, dass wir heute Frau Schaller begrüßen dürfen in unserer Mitte. Von der Mitbauzentrale München oder auch der Stadtbau München, wo sie geschäftsführende Gesellschafterin ist. Sie wird sich dann selbst noch ein bisschen intensiver vorstellen, weil heute geht es ja um Thema bezahlbares Wohnen. Ja, gerade im Moment ein ganz schwieriges Thema. Wenn denn schon auch der Baugrund ein kostbares Gut ist, wenig vorhanden und wenn er denn dann möglich ist zu erhalten, dann oft zu sehr, sehr hohen Preisen, dann muss man sich schon gut überlegen, wie wir denn mit dem umgehen und wie wir denn auch möglichst vielen Menschen es ermöglichen, Wohneigentum zu erhalten. Denn wir wollen ja nicht nur für wenige diese Möglichkeiten bieten, sondern möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern diese Möglichkeit bieten. Und deswegen stellt sich für uns die Frage, sind denn Baugenossenschaften vielleicht eine Lösung? Ist etwas, was wir früher hauptsächlich auch ja, mit unserer Wohnbaugesellschaft in der Region in Verbindung gebracht hat. Da gibt es eine Baugenossenschaft, die relativ groß ist. Aber wenn es um kleinere geht, um Quartierslösungen, dann hat man immer ja, die städtischen Milieus im Hinterkopf, dass das, ja, da wird das funktionieren. Aber ich denke, dass es durchaus im ländlichen Raum wie bei uns mittlerweile genügend Ansätze gibt, dieses Thema zumindest mal aktiv anzudenken und als mögliche Option auch darzustellen. Und ich hoffe,
Haben wir schon ein kleines Bild davon machen können, bei einer Veranstaltung, die München besuchen haben können. Das waren die Wohnprojekte in München. Da ist dann auch die Idee gereift, dass man vielleicht dieses Know-how zu uns in die Region irgendwie transportieren können. Und da bin ich ins Gespräch gekommen, eben auch mit der Frau Scholler. Wir sind wirklich auch ein bisschen neidisch, was den Umlandgemeinden in München da an Know-how und an Dienstleistungen zur Verfügung gestellt wird. Die werden da bestens beraten, wenn es um solche Dinge geht. Aber wer weiß, vielleicht können wir in der Region auch mal irgend sowas auf die Beine stellen. Aber wie gesagt, auch bei uns in der Bürgerbeteiligung zu diesem Thema zukunftsfähiges Bauen und Umbauen war auch das Thema gemeinschaftliches Bauen, in welcher Form auch immer, ja, ein Thema, das auch von jungen Leuten vorgebracht worden ist, weil sie sagen, ja, alleine schaffe ich es wahrscheinlich nicht und ich möchte auch nicht ein Leben lang die Finanzen bedienen. Gibt es denn nicht andere Möglichkeiten? Und heute hoffen wir zumindest, werden wir eine der Möglichkeiten oder mehrere Möglichkeiten vorgestellt bekommen, eben gemeinschaftlich bauen in unterschiedlichen Formen. Und da bin ich jetzt wirklich froh und dankbar, dass wir die Frau Schaller bei uns begrüßen können und darf sie bitten, sich vorzustellen und dann ihre Ideen und Vorschläge einfach uns ein bisschen näher zu bringen. Und wie gesagt, ich lade alle ein, aktiv teilzunehmen im Chat oder auch die Hand zu heben und dann in den Austausch zu gehen. Ich wünsche uns jetzt alle ein paar interessante Augenblicke. Wir haben ja gesagt, so 1,5 Stunden wollen wir uns Zeit nehmen, das Thema zu beleuchten und hoffe, dass wir dann mit vielen, vielen Ideen wieder rausgehen. Also, Frau Schaller, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, Herr Birner. Ich freue mich sehr, dass ich zumindest virtuell heute zu Gast sein darf. Ich wäre auch sehr gerne gekommen. Ich war nämlich tatsächlich in den Pfingstferien im Urlaub in der Ecke und ich finde es sehr schön bei Ihnen. Und natürlich ist es auch immer sehr viel schöner, eben wie der Herr Birner auch gesagt hat, wenn man in den Dialog tritt und wenn man Gesichter sieht, gerade als Referent so ein bisschen Feedback hat zu dem, was man sagt. Deswegen bitte gerne zwischendrin Fragen stellen, also sowohl im Chat als auch persönlich. Das lockert auf, keine Frage ist verkehrt. Und wenn die Antworten eh im Vortrag noch kommen, dann werde ich das auch erwähnen. Und ich wurde zwar schon vorgestellt, aber vielleicht ein paar Worte zu mir selbst. Also ich bin mal Architektin gewesen und habe dann mit meiner Familie selber in einem Wohnprojekt gebaut, in einer Baugemeinschaft. Ich werde heute auch ein bisschen was zur Abgrenzung sagen. Sie haben ja schon unterschiedliche Vorträge gehabt und Sie haben ja auch schon Baugemeinschaften im Ort. Aber damit jeder einfach weiß, was sind die Unterschiede, gehe ich auf die unterschiedlichen Rechtsformen auch kurz ein, damit man sich ein genaueres Bild von der Genossenschaft machen kann. Und dieses Thema gemeinsam in der Gruppe zu bauen, das hat mich total begeistert und hat eigentlich meinen beruflichen Leben, also Werdegang weiter bestimmt, weil ich habe dann in einer Firma angefangen zu arbeiten, die solche Projekte mitinitiiert, also Gruppen begleitet und diese Projekte auch steuert. Und habe mich dann auch politisch also ja, im Verein engagiert. Wir haben in München einen Verein gegründet, der letztendlich ein bisschen Lobbyarbeit für dieses Thema gemeinschaftliches Wohnen gemacht hat. Das ist jetzt schon etliche Jahre her, deswegen kann man zwar neidisch sein, aber die Vorarbeiten sind sehr lang. Ich glaube, da können Sie davon profitieren, weil das war auch mit eine Initialzündung, dass die Stadt gesagt hat, okay, wir vergeben Grundstücke an gemeinschaftsorientierte Wohnprojekte, das sind gute Partner. Und wenn wir das im großen Stile machen, das ist natürlich ein ganz anderer Umfang wie bei Ihnen, dann brauchen wir auch jemand, der Bürgerinnen erklärt, wie das geht. Und sie haben dann eine Beratungsstelle ausgeschrieben. Und ich habe mich zusammen mit Genossenschaftskollegen auf diese Ausschreibung beworben. Wir haben dafür extra die Stadtbau München GmbH gegründet und haben dort unsere Erfahrungen aus dem Baugemeinschaft, genossenschaftlichen und sonstigen Wohnprojekten zusammengelegt, geschmissen. Und diese Beratungsstelle, die leite ich jetzt seit 2014 hier in München. Und Sie können sich auch die Webseite mal anschauen. Das ist die Mitbauzentrale www.mitbauzentrale-münchen.de, weil da finden Sie auch einige, glaube ich, ganz interessante Informationen.
Und 2019 wurde unser Auftrag erweitert um die Planungsregion. 14, das sind alle Kommunen, alle Landkreise rund um München. Da zählt leider Kirchheim-Schwerin nicht dazu, aber ich freue mich. Also, und weil es zeigt sich auch, dass es eben nicht nur ein Modell für die Städte sind, sondern gerade auch für ländliche Kommunen ein gutes Modell. Und die Nachfrage danach, die nimmt immer mehr zu. So. Jetzt, das waren so ein paar Worte zu mir. Ich habe es im Übrigen nicht bereut, dass ich von der Architektur gewechselt habe. Ich finde, das ist sehr spannend, mit so vielen unterschiedlichen Menschen auch zu tun zu haben. Jetzt schaue ich mal, Sie müssten ja meine Präsentation, denke ich, sehen. So, was haben wir heute vor? Also ein bisschen Einordnung. Was ist denn gemeinschaftliches Wohnen? Welche Rechtsformen gibt es? Was für Vorteile bietet es? Dann steigen wir auch ein bisschen tiefer in das Thema Genossenschaft ein. Wie ist so eine Genossenschaft aufgebaut? Wie funktioniert es? Was bedeutet es, wenn ich in einer Genossenschaft wohnen will? Und wir haben ganz viel Zeit auch für Ihre Fragen. Also nicht scheuen, die Fragen auch zu stellen. Wir haben schon gehört, Genossenschaften sind ja nichts Neues. Es gibt viele Traditionsgenossenschaften. Was traditionelle Genossenschaften letztendlich ein bisschen von den jungen, modernen Genossenschaften unterscheidet, es ist das gemeinschaftliche Wohnen. Also, dass die zukünftigen Bewohnerinnen, also Sie zum Beispiel, dann eben beteiligt sind. Sie sind beteiligt eben an der Konzeptentwicklung, weil diese Projekte sind eigentlich immer auch noch mehr als Wohnen. Also es geht nicht nur darum, langfristig und sicher ein Dach über dem Kopf zu haben, sondern mit Wohnprojekten kann man eben auch die eigenen Werte und Ziele mit dem Wohnen verknüpfen. Also zum Beispiel, welchen gesellschaftlichen Mehrwert wollen wir als Projekt leisten? Aber da komme ich einfach später auch noch ein bisschen vertiefter gehe ich noch vertiefter darauf ein. Also das ist eine Verbindung von Wohnen und bürgerschaftlichem Engagement, weil ein Wohnprojekt, egal in welcher Rechtsform, immer auch auf Selbstorganisation, also der Mitwirkung der später Wohnenden fußt, also ein gewisser Grad an Partizipation, aber auch Selbstorganisation und Selbstverwaltung und diese Mitwirkung, wie man auf dem Bild sieht, das ist hier eine jung gegründete Genossenschaft in München, die hier partizipativ gerade irgendwie Grundrisse plant. Und genau, letztendlich baut man in so einem Projekt ja schon ganz frühzeitig auch soziale Netzwerke auf. Das ist jetzt vielleicht bei Ihnen in Ihrer Gemeinde nicht so wahnsinnig wichtig, weil man sich eh kennt und sich unterstützt. Aber letztendlich in einem bisschen anonymeren Kontext wie hier in der Stadt ist es eigentlich sind diese Projekte eigentlich kleine Dörfer, wo man nachbarschaftliches Miteinander lebt, sich irgendwie auch nachbarschaftlich unterstützt. Und um Nachbarschaft auch leben zu können, braucht man eben auch Räume. Also es ist sehr häufig so, dass es eben Gemeinschaftsräume in solchen Projekten gibt, wo man dann eben auch sich treffen kann oder bestimmte Aktivitäten gemeinsam machen kann, also Kartenabend oder Fußballabend oder sowas. Ich habe es schon erwähnt, das ist in verschiedenen Rechtsformen möglich. Sie haben ja auch eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft bei sich im Ort. Auch die könnte letztendlich ein Kooperationspartner sein für eine Initiative, die nur zur Miete wohnen möchte und gar nicht selber ein Projekt entwickeln und finanzieren möchte. Und das geht in der Regel als Verein oder als GbR. Wenn eine Gruppe von Menschen gemeinsam bauen möchte und Wohneigentum erwirbt, dann schließt sie sich in der Regel als GbR zusammen. Und die Genossenschaft, die bekannteste Rechtsform ist für Gemeinschaftseigentum, ist aber nicht die einzige. Also es gibt auch das Mietshäuser-Syndikat, was in süddeutschen Raum noch nicht so bekannt ist, aber immer bekannter wird und auch weitere Möglichkeiten wie Kommanditgesellschaft oder Stiftung. Ich gehe ganz kurz auf die einzelnen Rechtsformen ein. Wenn da Fragen sind, bitte rühren, weil das ist jetzt ja wirklich nur ein ganz kurzes Blitzlicht. Die Genossenschaft, die beleuchten wir dann ein bisschen intensiver. Also wenn ich Eigentum erwerben möchte, und Sie haben ja, glaube ich, zwei Projekte schon im Ort oder drei sogar, dann schließen sich private Bauherren zusammen, um später dann selbstgenutztes Wohneigentum zu realisieren, also ganz normal nach Wohnungseigentümergesetz, also WEG.
Das machen sie meistens in der GbR und dieser GbR-Vertrag regelt letztendlich in die Planungs- und Bauphase. Da ist es so, dass jeder eben die Gruppe der Bauherr ist und auch die Entscheidungsfreiheit hat, deswegen alle Mitglieder auch aktiv beteiligt sind. Alle Verträge und Kosten sind transparent und durch die Gruppe auch beeinflussbar. Und da die Bauherren sozusagen für sich selber wirtschaften, es ist ja kein Bauträger zwischengestaltet, können sie eben selber entscheiden. Das ist bei den anderen, bei der Genossenschaft ähnlich, in welche Qualitäten sie investieren, also eben Ökologie, Nachhaltigkeit und Sonstiges. Und es ist natürlich auch günstiger, weil der Risiko- und Gewinnaufschlag des Bauträgers entfällt und man nur die tatsächlichen Herstellungskosten bezahlt. Jeder Bauherr, der finanziert seine eigene Einheit, also macht eine eigene unabhängige Finanzierung. Und ich habe zwar vorhin gesagt, der Risiko- und Gewinnaufschlag des Bauträgers entfällt, aber die Gruppe ist Bauherr. Das heißt, die Gemeinschaft trägt eben die Risiken hinsichtlich Kosten und Terminen und Qualität. Und deswegen ist es sehr ratsam, wenn man sich professionell auch begleiten und unterstützen lässt bei so einem Vorhaben. Gibt es zur Baugemeinschaft Fragen? Erstmal nicht, das kennen Sie wahrscheinlich auch schon. Dann ein kurzer Blick zum Mietwohnprojekt. Also hier ist es so, dass Menschen sich zusammenschließen, um gemeinsam Wohnraum zu realisieren in Kooperation mit einem Wohnungsunternehmen oder auch mit einer Bestandsgenossenschaft. Diese Gruppe ist dann Mieter, also entweder schließen sie sich zum Verein zusammen oder auch zur GbR und kooperieren dann mit der Wohnungsbaugesellschaft. Sie schließen einen Kooperationsvertrag ab, in dem eben Selbstverwaltungs- und Mitsprachemöglichkeiten geregelt werden, also wie zum Beispiel die Wiedervermietung nach Auszug oder auch die Nutzung eines Gemeinschaftsraums oder auch Ausstattungsmöglichkeiten der Wohnung und Gemeinschaftsräume. Meistens werden Einzelmietverträge abgeschlossen. Es ist aber auch denkbar, dass ein Gesamtmietvertrag mit dem Verein oder der GbR abgeschlossen wird. Und in der Regel, wenn man Gemeinschaftsflächen nutzt, da fallen auch dafür Nutzungsgebühren an. Man hat hier weniger Aufwand, weil man natürlich nicht selber der Bauherr ist. Man hat aber weniger Mitgestaltungsmöglichkeiten als in den anderen Rechtsformen und auch eine geringere Mietsicherheit, weil man natürlich immer von dem Wohnungsunternehmen abhängt. Wenn das aber ein kommunales Wohnungsunternehmen ist, dann ist es ja ein gemeinwohlorientiertes Unternehmen und dann ist man auch vor einer Kündigung letztendlich sicher. Das ist ein sehr schönes Modell für vor allem auch Menschen, die eben nicht mehr investieren wollen, kommt hier in München häufig, wird auch unterstützt von der Stadt und nennt sich sorgende Hausgemeinschaften für ältere Leute. Jeder hat seine eigene Wohnung, aber die kennen sich vorher, ziehen zusammen ein und können eben den Gemeinschaftsraum zusammen nutzen. Eine Rechtsform, die auch Gemeinschaftseigentum, also man ist dann kein Eigentümer einer Wohneinheit, sondern als Gruppe gemeinschaftlich Eigentümer eines Projektes, ist die Rechtsform des Mietshäuser-Syndikats. Und das ist ein bundesweiter Zusammenschluss von autonomen Hausprojekten. Es kommt tatsächlich auch aus der Hausbesetzer-Szene und aus Freiburg. Und dieser Verbund sichert die Unverkäuflichkeit des Gemeinschaftseigentums, weil das Hausprojekt einen Verein gründet und dieser Hausverein zusammen mit der Mutter GmbH des Syndikats eine eigene Projekt GmbH gründet, an der das Muttersyndikat 49% Anteil hält. Und somit ist dieses Haus nie mehr veräußerbar und sozusagen nicht mehr dem Markt wieder zuführbar, also langfristig dem Kapitalmarkt entzogen. Das Haus an sich ist aber total unabhängig und selbstverwaltet, legt Mieten selber fest und auch die Regeln der Hausbewirtschaftung und muss auch für die Finanzierung selber sorgen. Es gibt wahrscheinlich jetzt mittlerweile schon mehr wie 140 Hausvereine unter dem Dach des Syndikates und es ist ein super tolles solidarisches Netzwerk, die sich mit Know-how unterstützen und auch
mit Direktkrediten die Projekte unterstützen aus dieser Solidargemeinschaft des Syndikats. Für die Gründung dieser GmbH ist ein ganz normaler GmbH-Anteil von 12.600 Euro notwendig. Die Hälfte, letztendlich 500 müsste es eigentlich heißen, 12.500, die Hälfte der GmbH-Gründung. Und anders als bei der Genossenschaft, zu der wir kommen, müssen die Wohnenden keine Einlagen in diese Gesellschaft tätigen. Sie können eben das Eigenkapital, das für die Realisierung des Bauvorhabens notwendig ist, über Direktkredite einwerben. Gibt es dazu Fragen? Vielleicht tauchen die ja dann auch im Vergleich erst mit den unterschiedlichen Rechtsformen auf. Auch die Genossenschaft ist, auch in der Genossenschaft realisiert man Gemeinschaftseigentum. Und das Ziel der Genossenschaft ist eben durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb den Einzelnen wirtschaftlich zu fördern und dauerhaft preisgünstig und sicher mit Wohnraum zu versorgen. Also das war ja schon traditionell das Prinzip, was der Einzelne nicht vermag, können viele gemeinsam. Also die Genossenschaft fußt auf dem Prinzip der Selbsthilfe, Selbstverwaltung und Selbstverantwortung. Dieses Gemeinschaftseigentum und auch das gemeinsame erworbene und erwirtschaftete Vermögen, das gehört allen Mitgliedern gemeinschaftlich. Man kann es nicht einzeln veräußern und man hat aber ein lebenslanges Wohnrecht, aber kein Wohneigentum. Ich habe die Frage gerade gelesen, dass eine Frage kam zum Syndikat, die beantworte ich gleich, wenn wir mit der Genossenschaft in Kürze durch sind. Dann ist eine Genossenschaft sehr demokratisch, denn egal wie viele Anteile ich in der Genossenschaft zeichne, jedes Mitglied hat eine Stimme. Man ist Mieter und Vermieter zugleich, weil wenn man eine Wohnung in der Genossenschaft bezieht, dann tätigt man eine Einlage in die Genossenschaft, also sozusagen ist Miteigentümer, und wenn man eine Wohnung bezieht, dann bekommt man einen Nutzungsvertrag. Also das ist das Identitätsprinzip, dass man eigentlich beides gleichzeitig ist. Und was man wissen muss, das ist eine Besonderheit der Genossenschaft, das ist eine Mitgliederorganisation. Also die fördert wirtschaftlich die Interessen der Mitglieder. Es ist erstmal keine offene Gesellschaft. In den meisten Genossenschaften bekommt man nur eine Wohnung oder eigentlich überall, wenn man dann auch Mitglied wird. Und die Genossenschaft entscheidet selber, wen sie aufnimmt, ob sie aufnimmt. Also das ist nicht unbedingt ein offenes System. Dann ist es aber auch eine Solidargemeinschaft von wohnenden und nicht wohnenden Mitgliedern, die sich gegenseitig auch unterstützen. Wie das geht, erläutere ich später noch. Zu den Kosten, also wenn man eine Wohnung bezieht, dann zeichnet man wohnungsbezogene Anteile und hat eine Kostenmiete, und in der Genossenschaft werden eben auch ganz langfristig Grund und Boden der Spekulation entzogen. Und ich meine, in München haben die Bestandsgenossenschaften eine Durchschnittsmiete von 5,50 Euro. Die Erstvermietungsmiete in München liegt bei 20 Euro, die Durchschnittsmiete bei 16 Euro. Da sieht man genau, dass dieses Prinzip über diese Laufzeit, über die letzten 100 Jahre wahnsinnig gut funktioniert hat, diese Entkopplung. Und warum ist das so? Wenn ich eine Kostenmiete verlange, nämlich eine Miete, die letztendlich nur die Bewirtschaftungs-, Instandhaltungskosten und die Kapitalkosten, also die Darlehenskosten, deckt, und ich als Mitglied ja auch eine Stimme habe und mitentscheide, dann würde ich ja niemals entscheiden, dass ich mehr Miete zahlen muss, wie notwendig ist. Wenn ich jetzt aber meine Darlehen abbezahlt habe, dann muss ich nur noch Bewirtschaftungs-, Instandhaltungskosten und Rücklagen zahlen. Und das ist einfach in so einer gut funktionierenden, gut bewirtschaftenden Genossenschaft 5,50 Euro. So. Oder auch weniger, also ist die Durchschnittsmiete. Tatsächlich gibt es auch welche mit 3,75 Euro. Es ist diese Entkoppelung, die vielleicht jetzt am Anfang noch nicht so zu Buche schlägt, weil man sich denkt, ja, ist jetzt gar nicht so viel billiger, aber man muss die lange Sicht betrachten. So, jetzt muss ich noch mal kurz diese Syndikatsfrage durchlesen, die gestellt wurde. Ich glaube, es war, genau.
In Bayern ist diese Syndikatsform noch nicht besonders verbreitet. Tatsächlich war das erstmal eine Rechtsform, die sich intensivst um Bestandsgebäude gekümmert hat. Es gibt sehr viele Projekte in Berlin und in Ostdeutschland, also vor allem Leipzig, aber es werden immer mehr. Tatsächlich haben wir für München lange gearbeitet, dass das Syndikat genossenschaftsgleich behandelt wird bei dem Zugang zu Grundstücken, was auch gelungen ist. Und jetzt haben schon zwei Syndikatsprojekte in München auch Grundstücke erhalten. Und gerade habe ich einen Film gesehen, ich glaube Oberammergau oder so, muss ich noch mal nachgucken, wo sich auch ein Syndikatsprojekt gerade gründet. Also es ist im Kommen, auch im süddeutschen Raum, aber letztendlich noch relativ wenig verbreitet. Frau Schaller, ganz kurz, in Altötting, meines Wissens, gibt es auch also ein Syndikat. Genau, Altötting war es. Ich habe es jetzt mit Oberammergau verwechselt. Genau, das ist das Altöttinger Projekt, genau. Vielen Dank für die Ergänzung. So, jetzt bin ich irgendwie gesprungen. Ja, und jetzt möchte ich noch ein bisschen auf die Bedeutung von Genossenschaften für eine Kommune und für die Ortsentwicklung eingehen und auch auf die Chancen, die durch genossenschaftlichen Wohnungsbau vor Ort entstehen, aber auch für jeden einzelnen Wohnenden. Das ist ein Bild der ältesten Wohnungsbaugenossenschaft Münchens. Jetzt muss ich kurz spicken, ich habe sie nämlich nicht parat, der Baugenossenschaft München von 1871 und das ist das Richtfest in München von der Gudrun-Pötschner Straße von 1924. Also das Genossenschaften sind ein sehr, sehr altes Prinzip und die funktionieren eben seit über 100 Jahren ganz genauso. Der Deal ist eigentlich zwischen den Genossenschaften und den Kommunen, dass die Kommune Zugang zu günstigen Bauflächen oder auch Finanzmitteln zur Verfügung stellt und die Genossenschaften dann dauerhaft bezahlbaren Wohnraum und auch einen sozialen Mehrwert eben schaffen. Also nicht nur Wohnraum, sondern über das Wohnen hinaus einfach noch viele Angebote schaffen. Das ist zum Beispiel ein gesellschaftlicher Mehrwert, in dem eben die Eigeninitiative der Bürger gestärkt wird. Sie kennen das, ein Einfamilienhaus zu bauen, ist natürlich auch eine riesengroße Herausforderung für den Einzelnen. Ein Gemeinschaftsprojekt erfordert aber auch eine Gruppenbildung, letztendlich ein Gruppenprozess. Man muss sich einigen, man muss Regeln sich ausdenken, man muss sich organisieren. Und das ist letztendlich etwas, was dann auch im späteren Zusammenleben einem zugutekommt. Kann ich Ihnen ja auch aus eigener Erfahrung berichten. Ich wohne ja selber in so einem Projekt, weil man hat einfach sehr gut gelernt, Meinungsverschiedenheiten und auch Konflikte miteinander auszudiskutieren. Das muss man dann natürlich gibt es auch im Zusammenleben immer wieder Meinungsverschiedenheiten und unterschiedliche Vorstellungen, aber man kann ganz anders miteinander umgehen. Dann entsteht natürlich, und das ist der Hauptwert, langfristig sicherer und bezahlbarer Wohnraum. Es bilden sich lebendige Nachbarschaften und diese Genossenschaften sind oder können, wenn das denn gefordert ist, auch ein Motor für lokale Entwicklungen sein. Das ist hier in München so gewesen, dass niemand in Neubauquartiere ziehen wollte, weil das einfach öde Quartiere waren, wo niemand sich kannte. Und als dann genossenschaftliche und Baugemeinschaftsprojekte dort realisiert wurden, das ist ein Projekt von Wagnis 4 am Ackermannbogen, sind diese Quartiere zu den beliebtesten Quartieren in München geworden, weil hier eine lebendige Nachbarschaft und ein unglaublich tolles Miteinander entstanden ist. Die Projekte bauen für sich selber und es entsteht auch eine hohe Bauqualität. Was heißt das jetzt im Einzelnen? Also bezahlbares Wohnen hat ja ganz viele Aspekte, nämlich so, ich baue zum einen für die Mitglieder, also nicht für einen anonymen Markt. Und ich baue deshalb auch bedarfsgerecht, also das, was die Mitglieder, also was die Wohnenden tatsächlich für Wohnraum brauchen, passgenau und eben auch die Möglichkeit, unterschiedliche Lebensmodelle oder Wohnformen unterzubringen.
Dauerhaft sicher und bezahlbar, habe ich schon gesagt. Also das Wohnangebot ist letztendlich optimiert für den Einzelnen und auch passend zum Ort. In der Regel ist es so, dass genossenschaftliche Projekte eine soziale Mischung anstreben, weil sie ja solidarische Projekte sind. Also eben auch eine sehr heterogene Gemeinschaft aus unterschiedlichen Altersgruppen und unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichen Geldbeuteln. Man kann weitere Flächen reduzieren und das wird hier in München und in der engeren Planungsregion ganz intensiv betrieben, indem man eben Flächen gemeinsam nutzt. Alles das, was ich nicht in der eigenen Wohnung tagtäglich an Raumbedarf habe. Hier sieht man den Gemeinschaftsraum einer Baugemeinschaft. Da kann ich mal eine Party machen, da kann ich einen Kindergeburtstag feiern, da kann ich mal die Kinder hinschicken zum Spielen oder ich kann mich eben auch mit Nachbarn zusammensetzen. Ich kann aber auch mal eine Malaktion machen. Und ich habe hier auch eine Schlafmöglichkeit für Gäste. All das muss ich nicht in der eigenen Wohnung haben. Deshalb kann ich meine eigene Wohnfläche reduzieren. Das kommt ja dann auch dem Einzelnen zugute, weil es die individuellen Wohnkosten reduziert. Dass Genossenschaften Beitrag zur Dämpfung der Preisentwicklung insgesamt sind, erklärt sich vielleicht nicht von selbst. Aber wenn ich als Kommune ein Grundstück günstiger an eine Genossenschaft abgebe, nicht zum Höchstpreis verkaufe oder an einen Investor verkaufe, der dann wieder weiter verkauft, dann trägt es insgesamt zur Dämpfung bei, weil die Preisspirale vor Ort nicht weiter angetrieben wird. Also es ist sozusagen ein Beitrag dazu, die Wohnkosten auch zu stabilisieren vor Ort. Dann tragen sie bei zu lebendigen Nachbarschaften. Auch hier habe ich die Möglichkeit, eben nicht nur mein Wohnen mitzugestalten, sondern eigentlich auch die Nachbarschaft mitzugestalten und mich mit meinen eigenen Fähigkeiten einzubringen. Natürlich ist Gemeinschaft überall auch kein Zwang. Ich kann natürlich auch mich zurückziehen und jeder hat unterschiedliche Lebensphasen, in denen er sich mehr einbringen kann oder mehr Gemeinschaft braucht oder möchte. Aber letztendlich haben die Projekte hier in München auch gezeigt, dass sie diese stabilen Nachbarschaften ein super Garant dafür sind, lange und selbstbestimmt in der eigenen Wohnung zu leben. Durch die ganz selbstverständliche Nachbarschaftshilfe, die es in diesen Projekten gibt. Jeder guckt aufeinander, wenn ich mal krank bin, weiß ich irgendwie, an wen ich mich wenden kann, wenn eingekauft werden muss. Also gerade in Corona-Zeiten hat man auch gesehen, dass diese Nachbarschaften ganz wichtig und wertvoll sind und wahnsinnig gut funktionieren. Viele Projekte Frau Schanner, ja? Ich glaube, wir haben da eine Wortmeldung kurz gehabt, aber ich weiß jetzt nicht. Es hat bei mir aufgezeigt, dass eine Hand gehoben wurde, aber die ist jetzt wieder weg oder habe ich das übersehen? Wenn jemand das war, bitte kurz melden. Ansonsten war es vielleicht ein Fehlklick. Nein, es meldet sich keiner. Okay, Entschuldigung, ja, dann geht es wieder weiter. Genau, ich rede weiter, aber es ist eigentlich auch schön, wenn es so ein bisschen also einen Dialog gibt, aber jetzt ist vielleicht auch nicht gerade die richtige Stelle für Fragen, aber die kommen dann wahrscheinlich später noch, weil jetzt ist ja so ein allgemeines Lustmachen vielleicht auch auf das Thema gemeinschaftliches Wohnen. Viele Projekte hier haben auch Gruppen integriert mit einem besonderen Wohnbedarf, also ganz unterschiedliche blinde Menschen, Menschen mit Behinderung, Geflüchtete oder sonstige Gruppen. Und diese stabilen Nachbarschaften, die können das eben auch gut leisten. Und dadurch, dass die Bewohnerinnen ihr Gebäude mitgestalten, überlegen sie natürlich auch ganz gut, was für sie selber Nachbarschaft ist. Und sie identifizieren sich nicht nur mit dem Projekt ganz stark, sondern auch mit ihrer Umgebung. Das tun sie wahrscheinlich eh alle in ihrem Ort. Das ist ja auch ein Ort, mit dem man sich super identifizieren kann, der sehr lebendig und aktiv ist. Aber tatsächlich ist es gerade in so einem Umfeld, wo man vielleicht neu baut, wo auch neue Leute hinzuziehen, vielleicht ein ganz wichtiger Aspekt, dass man die Menschen gleich mit einbindet in eine Ortsgemeinschaft.
Als gutes Beispiel auch für Genossenschaften, die im ländlichen Raum wirklich sehr gut funktionieren, ist die Maro-Genossenschaft, von der vielleicht einige von Ihnen auch schon gehört haben, die eben einen Schwerpunkt auf selbstbestimmtes Wohnen im Alter und Demenz-WGs legen. Also letztendlich haben die sehr wohl gezeigt, dass das ein super Modell ist, auch für den ländlichen Raum. Das ist hier ein Bild von einem Projekt der MARU aus Oberhaching, eine Gemeinschaftsküche in einem Projekt. Und viele Genossenschaften integrieren eben in ihre Projekte auch eine kleinteilige Infrastruktur, die vielleicht benötigt wird, oder eben diese Gemeinschaftsräume, die dann nicht nur für die Hausgemeinschaft genutzt werden kann, sondern auch der Nachbarschaft und der Umgebung zur Verfügung steht, angemietet werden kann oder wo sich Nachbarn auch an Aktivitäten beteiligen können. Sie kooperieren häufig mit lokalen Organisationen, also lokalen Vereinen, und bieten da Räume vielleicht auch an oder Kooperationen. Und tragen so zu einem hohen Engagement im Wohnumfeld bei und bereichern letztendlich den Ort und die Nachbarschaft mit ihren Angeboten und ihren Aktivitäten. Ich habe schon gesagt, man baut für sich selbst, und wenn man für sich selbst baut, dann kann man auch entscheiden, in was für Werte man investiert. Und viele Projekte sind einfach Vorreiter für Nachhaltigkeit, also nachhaltige Architektur über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Holzbau wurde hier schon frühzeitig gebaut, bevor das überhaupt jetzt so ein Riesenthema geworden ist. Und auch der Umgang mit neuen Wohnkonzepten, wie zum Beispiel Clusterwohnen, das ist so eine Art WG 2.0, wo jeder ein eigenes Apartment innerhalb einer großen Wohnung hat, also ein kleines Bad und eine kleine Küche, und dann aber gemeinschaftlich Wohnräume, also Küche und Wohnraum miteinander nutzt. Das sind so Konzepte, die umgesetzt werden, flexible Grundrisskonzepte, also ein ganz anderer und innovativer Umgang mit dem Thema Wohnen und vielleicht auch Wohnbedarf in unterschiedlichen Lebenszyklen. Sie sind in München der Vorreiter gewesen für Mobilitätskonzepte und für Energiekonzepte und tragen wesentlich zur Baukultur bei, auch im ländlichen Raum. Es gibt sehr viele tolle, also auch dieses Projekt hier, sehr viele tolle Projekte, die eine wirklich hervorragende Architektur realisiert haben. Und es ist eine sehr attraktive Alternative zum Einfamilienhaus in meinen Augen, weil man in einem gemeinschaftlichen Wohnprojekt, ähnlich wie im Einfamilienhaus, die Möglichkeit hat, eben die eigene Wohnung mitzugestalten und trotzdem aber es eben leistbarer ist. Ja, bevor ich jetzt in die tiefer nochmal in das Thema Genossenschaft einsteige, gibt es zu den allgemeinen Vorteilen einer Genossenschaft oder Merkmalen oder Besonderheiten Fragen oder vielleicht auch Anmerkungen oder Ergänzungen? Ja, da sehe ich eine Hand von Herrn Batstrom. Oder habe ich das? Bratstrom. Ja, Andi, schätze du scharf selber, bitte? Sie müssten noch So, Ihr jetzt, Mikro. Ah ja, genau, wunderbar. jetzt das haben wir beieinander. Ja, vielen Dank, Frau Schaller. Es ist interessant, was Sie jetzt erzählen. Jetzt habe ich, wir haben ja in Tittmoning da auch so ein großes Projekt, wo wir uns das gemeinschaftsorientierte Wohnprojekte dann auch vorstellen können. Genossenschaften oder Baugemeinschaften oder andere Formen. Meine konkrete Frage wäre jetzt, wie lange ist denn da der Vorlauf, bis man da die Gruppe zusammen hat, bis man dann praktisch auch gegenseitig so weit ist, dass man sagt, wir packen es jetzt an. Da muss doch schon vorher, lang vorher, irgendein harter Kern beieinander sein, der sich da findet und dann sagt, das können wir uns so vorstellen. Ja, also da sprechen Sie ein wichtiges Thema an. Eine Genossenschaftsgründung ist eigentlich immer eine Unternehmensgründung. Das ist ein kleines Unternehmen, das muss man sich bewusst machen. Und man muss, um eine Genossenschaft zu gründen,
eine Satzung machen, eine Wirtschaftlichkeitsberechnung machen und Mitglied in einem Prüfverband werden. Und dieser Prüfverband muss sozusagen zustimmen, dass das ein wirtschaftlich tragfähiges Konzept ist und im Sinne des Genossenschaftsrechts auch die Satzung passt. Und das ist ein Aufwand und ist auch mit Kosten verbunden. Häufig ist es tatsächlich so, wenn wir mit Umlandkommunen zu tun haben, die Grundstücke für gemeinschaftliches Wohnen ausschreiben, dass die sagen, wir verkaufen oder wir im Erbbaurecht vergeben es im Erbbaurecht. Und für die Grundstücksbewerbung muss man noch nicht gegründet sein. Dann haben die, hat die Gruppe auch sozusagen die Sicherheit, dass sie jetzt nicht diesen Aufwand betreiben muss und kriegt das Grundstück dann nicht. Aber die sichern dann das Grundstück in einer Reservierungsphase grundsätzlich, also für alle, für ein Jahr. Und in diesem Jahr muss man dann diesen Gründungsprozess vollziehen. Das heißt aber, sie haben trotzdem recht, dass man eigentlich eine, muss man ja dann für so eine Bewerbung, für so ein Vorhaben grundsätzlich, sollte man eine Kerngruppe sein, ein harter Kern, die dieses Vorhaben vorantreiben wollen und die dann auch die Zeit investieren, das zu tun. Weil letztendlich hängt da ein bisschen davon ab, wie man Grundstücksbewerbungen gestaltet. Konzeptvergabe ist ja so ein, jetzt in aller Munde, also nicht mehr zum Höchstpreis zu vergeben, sondern an das beste Konzept. Und auch da muss ich als Gruppe mich ja formiert haben, um gemeinsam Ziele formuliert zu haben und um irgendwie sagen zu können, was ich möchte und mich da auch verbindlich drauf verpflichte mit so einer Bewerbung. Also und eine Genossenschaftsgründung an sich, um das jetzt nochmal zu ergänzen, je nachdem, wie gut die Gruppe schon formiert ist und ihre Ziele schon konkret gefasst hat, braucht man ein halbes Jahr, denke ich, auf jeden Fall für diese Formalien. Dreivierteljahr, denke ich, ist bis zur Gründung, also zum Gründungsvollzug sicherlich nicht verkehrt. Okay. Das heißt, es ist gut, wenn man vorhat, solche Grundstücke auszuschreiben oder das in der perspektivisch anbietet, dass man das frühzeitig kommuniziert, damit die Gruppen sich auch bilden können und irgendwie da sich auch eine Kerngruppe findet. Okay, vielen Dank, Frau Schaller. Und Hans-Jörg, vielen Dank für die Veranstaltung. Super. Danke. Gut, dann steigen wir noch mal ein bisschen tiefer ein in das, wie funktioniert denn jetzt diese Genossenschaft tatsächlich. Ich habe ja einiges schon in dieser Kurzzusammenfassung gesagt. Das gemeinsame erwirtschaftete und erworbene Vermögen gehört allen Mitgliedern gemeinschaftlich. Man hat ein lebenslanges Wohnrecht, aber kein Wohneigentum. Und das wird auch vom Mietmarkt entkoppelt. Also letztendlich kann eine Genossenschaft, da muss jetzt eine Kommune auch aufpassen und ihre Ausschreibung und die ganzen Rahmenbedingungen so stricken. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Projekt mache mit 10 Leuten, ich gründe eine Genossenschaft und das ist auch der Rahmen, den die Gemeinde vorgibt, dann kann ich eigentlich entscheiden, dass die Genossenschaft aufgelöst wird und das in Eigentum aufgelöst wird. Das ist sehr selten vorgekommen, weil in der Regel Menschen, die vorhaben, in einer Genossenschaft zu bauen, auch mit der Gründung einer Genossenschaft gemeinsame Ziele langfristig sichern wollen und die Gemeinschaft auch langfristig sichern wollen. Prinzipiell ist es möglich. Es ist aber letztendlich auch nicht ratsam, eine Genossenschaft für nur ein Projekt zu gründen und für auch nur so ein kleines Projekt zu gründen, weil, wie ich eben schon gesagt habe, man hat eine langfristig eigentlich eine Art Unternehmen, das auch Buchhaltung bedarf und einer regelmäßigen Prüfung beim Prüfungsverband. Und dieser Aufwand, der minimiert sich natürlich, wenn ich mehrere Projekte unter dem Dach der Genossenschaft realisiere oder größere Projekte unter dem Dach der Genossenschaft realisiere. Das muss man letztendlich wissen. Hier sehen wir ein Bild von einem Projekt, das vielleicht einige von Ihnen kennen. Weiß nicht, Wagnis Art am Domagpark, das hat sehr viele Preise gewonnen, Deutschen Städtebaupreis und Architekturpreis und so weiter. Die haben die Planung mit ihren Schachteln angefangen und haben überlegt,
Jeder hat seine eigene Schachtel mitgebracht und haben dann überlegt, wo sie eigentlich sich in einer Gemeinschaft sehen, wie sie sich öffnen, wo sie sich platzieren. Und es sind ja tatsächlich 5 Gebäudekörper entstanden und die mit Brücken verbunden wurden. Prinzipien der Genossenschaft haben wir vorhin auch schon erwähnt. Eine Besonderheit bei der Genossenschaft ist, dass ich mich grundsätzlich entscheiden kann als Genossenschaft, bin ich eine Genossenschaft, die geschlossen ist, also wo nur Wohnende Mitglied werden können, oder bin ich eine offene Genossenschaft, also eine Genossenschaft, in der auch Nichtwohnende Mitglied werden können, die vielleicht noch auf eine Wohnung warten oder die das Projekt toll finden und es mit ihrer Einlage unterstützen und dann als Mitglied auch an Geld anlegen können, also die Genossenschaft wirtschaftlich unterstützen können. Das ist eine grundsätzliche Entscheidung, die so eine Genossenschaft trifft. Wie offen ist sie und wie geschlossen ist sie? Das hat beides Vor- und Nachteile, die man als Genossenschaft gegeneinander abwägen muss, also wenn man sich gründet. Wenn ich jetzt in der Genossenschaft wohnen möchte, dann muss ich als erstes mal Mitglied werden, weil Wohnungen werden nur an Mitglieder zur Verfügung gestellt. Das heißt, ich muss eine Beitrittserklärung unterschreiben, ich zahle einen Pflichtanteil und ein Eintrittsgeld. Den Pflichtanteil bekomme ich auch zurück, wenn ich wieder die Genossenschaft verlasse. Das Eintrittsgeld ist meistens so eine Verwaltungspauschale von 100 Euro. Pflichtanteil ist unterschiedlich, aber in der Regel so 1.500 Euro, den ich auch wieder zurückbekomme, eben wie gesagt. Wenn ich dann eine Wohnung in der Genossenschaft bekomme, entscheidet die Genossenschaft selber, nach welchen Kriterien sie die Wohnungen vergibt. Also sagen wir jetzt mal, ich bin ein offenes System, alle können Mitglied werden, die wollen, ich mache ein neues Projekt, dann rufe ich in meine Mitgliedschaft und sage, wer hätte denn Lust, da mitzubauen, und es melden sich einfach mehr, wie Wohnungen sind. Dann ist es, hat die Genossenschaft womöglich vorher oder dieses eigene Hausprojekt Regeln festgelegt, nach denen dann die Wohnungen zu vergeben sind. Dringlichkeit oder auch Ortsbezug oder Länge der Mitgliedschaft, also der Mitgliedschaftsdauer oder was für Kriterien auch immer. Also letztendlich ist die Genossenschaft frei, selber diese Regeln aufzustellen. Dann schließe ich einen Dauernutzungsvertrag ab. Das heißt, es ist der Mietvertrag, der heißt eben Nutzungsvertrag in der Genossenschaft, und dann zahle ich wohnungsbezogene Anteile. Da kommen wir später nochmal dazu, wenn ich auf die Wirtschaftlichkeit eingehe. Dieses Projekt muss sich in sich tragen, also auch wenn eine Genossenschaft mehrere Bauvorhaben macht, muss jedes Bauvorhaben sich wirtschaftlich selbst tragen. Und um eine Finanzierung bei der Bank zu bekommen, brauche ich, wie auch beim Einfamilienhaus, mindestens 20% Eigenkapital. Und dieses Eigenkapital muss durch die wohnenden Mitglieder aufgebracht werden in Form von wohnungsbezogenen Anteilen. Das kann man jetzt nicht aus dem Ärmel schütteln, weil dazu muss man eine Wirtschaftlichkeitsberechnung machen. Aber das können dann auch bis zu 1.000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche sein. Das hängt ein bisschen von der Gesamtsituation, Grundstückspreisen, Baukosten und so weiter ab. Miethöhe, also das sind die Variablen, mit denen ich da spielen kann. Und dann zahle ich dazu eben eine monatliche Miete, das heißt auch Nutzungsentgelt in der Genossenschaft. Und diese Miete ist eben eine Kostenmiete, wie ich vorher schon erwähnt habe. Und die wird am Anfang wahrscheinlich gar nicht so weit vom Marktpreis entfernt sein, vom ortsüblichen Mietpreis, aber langfristig eben sich komplett entkoppeln. Jetzt habe ich gesehen, hier gibt es eine Frage zur Mindestanzahl einer Genossenschaft. Also Sie brauchen mindestens 7, kommen wir dann noch dazu, weil die Organe besetzt werden müssen in der Genossenschaft, also der Vorstand und der Aufsichtsrat. Und dazu brauchen Sie mindestens 7. Und ich denke, es macht aber ein bisschen Sinn, auf jeden Fall für den Anfang ein paar mehr zu sein, weil gerade am Anfang auch vielleicht das Engagement, also Sie mit Ihrem Engagement bei der Gründung stärker gefordert sind. Und es gut ist, wenn das unter mehreren Schultern verteilt ist und nicht, wenn einer dann aus was für Gründen auch immer
kann ja auch ein gesundheitlicher oder sonstiger Grund sein, nicht mehr mitmachen kann, sie dann eigentlich nicht genügend Mitglieder haben. Es sind nach oben keine Grenzen gesetzt. Also es gibt Genossenschaften, die haben, weiß ich nicht, 10.000 Mitglieder oder mehr. Ja, wenn ich aus der Genossenschaft wieder austrete, also es gibt zwei Möglichkeiten. Ich verlasse die Wohnung in der Genossenschaft, dann muss ich gar nicht austreten. Ich kann trotzdem Mitglied bleiben und meine Anteile entweder in der Genossenschaft lassen, dann sind sie eben Solidaranteile, die dann gegebenenfalls verzinst werden, wenn die Genossenschaft die Anteile überhaupt benötigt. Ich kann aber eben meinen Pflichtanteil drin lassen und bin immer noch Mitglied, weil ich woanders hinziehe. Und wenn ich aber komplett austrete, dann muss ich die Kündigungsfrist beachten und dann bekomme ich meine Anteile wieder ausbezahlt und zwar zum Nennwert, also unverzinst. Warum unverzinst? Naja, weil ich tatsächlich ja über meine Wohndauer auch keine Steigerung in der Miete hatte, also nur Steigerungen, die tatsächlich wirtschaftlich nötig sind, also keine Eigenkapitalverzinsung oder sonstiges in der Miete enthalten war. Es ist möglich, die Anteile zu vererben. Also sagen wir mal, Sie haben eine Wohnung, Sie wohnen in der Genossenschaft, Sie sterben und Sie haben Ihre wohnungsbezogenen Anteile bezahlt. Dann gehen diese wohnungsbezogenen Anteile an die Erben über. Das Wohnrecht ist in der Regel nicht vererbbar. Das kann man zwar in der Genossenschaft anders regeln, das ist aber etwas, was man sich gut überlegen sollte, weil so ein Projekt ist ja eben nicht nur eine Wohnungsgesellschaft, sondern eine Gemeinschaft und Sie können dann einfach nicht mehr steuern, wer in dieser Gemeinschaft wohnt oder wer da einzieht oder ob der das dann nicht irgendwie weiter vermietet oder sonstiges. Also auch Untervermietung ist in vielen Genossenschaften möglich unter bestimmten Auflagen. Was in der Genossenschaft besonders spannend ist, ist ein Wohnungswechsel. Also wenn das Projekt groß ist oder es mehrere Projekte innerhalb der Genossenschaft gibt, dann haben die ja in der Regel ähnliches Mietniveau. Das heißt, wenn die Kinder ausziehen, ist es ja häufig schwierig, irgendwie vor Ort eine bezahlbare Wohnung oder zu finden, weil meistens die neue Wohnung teurer ist wie die alte. Innerhalb einer Genossenschaft ist es nicht so. Da ist es tatsächlich auch noch attraktiv, sozusagen in eine kleinere Wohnung zu ziehen. Die wirtschaftlichen Eckpunkte, die habe ich vorhin schon so ein bisschen erwähnt. Also jedes Projekt muss eine Wirtschaftlichkeitsberechnung machen und da gibt es verschiedene Stellschrauben. Eine Stellschraube ist der Grundstückspreis. Die Kommunen müssen in der Regel zum Verkehrswert verkaufen, weil das ist oder vergeben auch im Erbbaurecht müssen sie zum Verkehrswert vergeben. Das ist unser aller Eigentum, also es gehört ja nicht, also die Gemeinde sind ja alle Bürgerinnen und letztendlich kann man nicht einfach für irgendjemand etwas günstiger abgeben, sondern man muss es begründen. Also reduzierte Grundstückspreise sind jetzt zumindest in der Region München absolut notwendig, um bezahlbaren Wohnraum zu erzielen. Das ist für sozialen Wohnungsbau sehr einfach möglich, weil da gibt es einfach ein Programm von der bayerischen Regierung. Für andere Einkommensgruppen ist es auch möglich, aber ist komplizierter. Das ist aber letztendlich auch eine Entscheidung der Kommune, für wen diese Grundstücke vergeben werden. Dann ist es klar, also dass die Zielmiete natürlich eine Stellschraube ist, also zu welcher Miete, was ist eine ortsübliche Miete, zu der vermietet werden soll. Und die kann auch festgelegt werden. Und dann spielen natürlich die Herstellungskosten, also Baukosten, der Standard, der Energiestandard eine große Rolle. Wir haben es im Moment leider ja mit sehr hohen Baukostensteigerungen zu tun und mit gestiegenen Energiestandards. Und dann habe ich noch die wohnungsbezogene Einlage, also dieses Eigenkapital als Variable. Also mit diesen vier Stellschrauben, aus diesen vier Stellschrauben setzt sich die gesamte Wirtschaftlichkeit des Bauvorhabens und somit auch für den Wohnenden die einzelnen Variablen zusammen. Das ist jetzt ein Beispiel, das ist
in sich stimmig, aber natürlich kein Münchner Beispiel, weil hier gibt es keinen Grundstückspreis für 750 Euro pro Quadratmeter Geschossfläche. Hier werden die Grundstücke nicht nach Grundstücksfläche verkauft, sondern die wird immer umgerechnet auf die Geschossfläche, die ich dort drauf bauen kann. Und die muss man natürlich auch auf Wohnfläche wieder umrechnen. Und hier ist eine Netto-Kaltmiete von 11,50 Euro festgelegt. Also die Wohnung kostet dann 920 Euro, die 80 Quadratmeter Wohnung. Und wohnungsbezogene Pflichtanteile von 700 Euro, also 56.000 Euro, muss dieser Wohnende dann aufbringen. Hierfür gibt es auch von der KfW, also von der KfW-Bank, gibt es auch sehr günstige Darlehen, zum Teil mit Zuschüssen, um solche Genossenschaftsanteile zu finanzieren. Und der Pflichtanteil überhaupt, um einzutreten, ist jetzt in dem Beispiel 1.500 Euro. Das ist aber jetzt nichts, was sich auf Kirche an Schöring tatsächlich übertragen lässt, weil ich diese Variablen nicht kenne. Das ist einfach nur ein Beispiel. Setze ich die wohnungsbezogenen Anteile hoch, kann die Miete dafür niedriger werden, ist der Grundstückspreis günstiger, verändert sich das auch. Also das ist sozusagen ein in sich aufeinander abgestimmtes System. Gibt es dazu Fragen? Ich kann mich jetzt beruhigen, weil es klar erklärt war, oder es ist nur verwirrend, dass keiner Fragen hat. Aber ich hoffe mal, dass es eigentlich... Aber Frau Schaller, vielleicht eine kleine Zwischenfrage von meiner Seite. Ich denke, das sind aber Elemente, wo man zwingend Know-how von außen braucht. Einfach, dass man beraten kann. Da können noch so engagierte Leute sich finden. Da denke ich, braucht man einfach entsprechende Begleitung. Und das wäre ja sowas, was zum Beispiel Sie anbieten oder auch Verbände oder Ähnliches. Oder wo geht man hin, wenn man an so etwas denkt, egal jetzt ob Gemeinschaft, Kommune, wie auch immer, wenn man anfängt, sich mit dem auseinanderzusetzen, wird man irgendwann einmal auch hier zur Wirtschaftlichkeit kommen. An wen wende ich mich da am besten, wenn es um so mal diese Grundidee der Genossenschaft geht, damit ich mal überhaupt weiterkomme, mache ich es oder mache ich es nicht? Ja, also zum einen gibt es also von der Mitbauzentrale, das ist jetzt leider nicht für Ihre Bürgerinnen kostenfrei. Wir machen Infoveranstaltungen eben zum Thema auch Finanzieren einer Genossenschaft, wo dann mal so eine Musterwirtschaftlichkeitsberechnung vorgestellt wird. Sowas könnte man sich auch vorstellen für Kirche an Schöring, wenn eine Kerngruppe sich gebildet hat, einfach gezielt dann. Und dann hat man aber irgendwann, man muss sich relativ früh einen Prüfverband aussuchen. Und dieser Prüfverband, der unterstützt einen auch bei der Entwicklung einer Wirtschaftlichkeitsberechnung. Also das ist tatsächlich so, dass man nicht unbedingt nochmal jemand Externen braucht. Aber wenn man das möchte im Vorfeld, weil man so gar keinen Wirtschaftsmensch mit in der Runde hat oder keinen, der so ein bisschen immobilienwirtschaftliche Ahnung hat, dann gibt es auch Experten, die einen da unterstützen. Und wir haben bei der Mitbauzentrale, kann man auch gucken, gibt es so eine Expertenbörse, die eben bei der Projekt, gibt es eben, Unternehmen oder die sich darauf spezialisiert haben, Gruppenprojekte zu unterstützen und da eben in der Projektentwicklung und auch in der Projektbegleitung dann eben auch bei der Wirtschaftlichkeitsberechnung zu unterstützen. Wir machen das in München nicht, weil wir das nicht dürfen. Wir haben ja diesen städtischen Auftrag und wir dürfen sozusagen in München keine Projekte annehmen, die wir irgendwie über unsere Beratungsstelle sozusagen generiert haben, um möglichst neutral zu sein. Aber das können wir, also letztendlich können wir das auch machen, aber eben nicht in München. Aber wie gesagt, eigentlich ist der Prüfverband da eigentlich ein wesentlicher Ansprechpartner. Es gibt auch finden Sie auch auf der Website von der Mitbauzentrale einige Links, wo schon wirklich viele Mustersatzungen und auch so Basiswirtschaftlichkeitsberechnungen irgendwie zum Runterladen sind.
Es ist aber nicht nur für die Gruppe wichtig, die sich gründet, sondern letztendlich ist es auch wichtig, dass die Kommune sich mit dieser Wirtschaftlichkeit auseinandersetzt, weil der Grundstückspreis mit einer der eben vier Stellschrauben ist und letztendlich man über die Rahmenbedingungen, die man über das Grundstück setzt, ganz wesentlich mitsteuert. Also ich sage jetzt nicht nur den Grundstückspreis, sondern auch, wenn man nach Konzept zum Beispiel vergibt, über die Ziele, die man in der Konzeptvergabe festlegt. Also man hat da als Kommune sehr viele und wesentliche Steuerungsmöglichkeiten. Und deswegen ist es schon auch wichtig, dass man als Kommune weiß, wie diese wirtschaftlichen Zusammenhänge funktionieren. So, jetzt steigen wir noch mal ein bisschen intensiver in die Finanzierung ein. Also eine Hausfinanzierung, die, also es ist klar, ich habe Baukosten, Baunebenkosten, Grundstückskosten, also die gesamten Gestehungskosten eines Gebäudes und die muss ich finanzieren. Und also das ist jetzt ein Beispiel, man hat 60% Kapitalmarktdarlehen, die man ja im Moment noch zu sehr günstigen Zinsen bekommt. Es gibt eben Förderdarlehen, leider haben wir gerade mit Schrecken erfahren, dass die KfW-Förderung im Moment gestoppt ist. Und das wäre zum Beispiel so etwas oder EOF, also diese Sozialwohnungsbauförderung oder sonstiges. Und dann muss eben Eigenkapital aufgebracht werden. 20% mindestens, 25% ist gut. Wenn es sich um ein Erbbaurechtsgrundstück handelt, 30% oder mehr verlangen dann die Banken an Eigenkapital. Und dieses Eigenkapital, woher kommt es? Es kommt zum einen aus den Pflichtanteilen, die sie gezeichnet haben, aus den wohnungsbezogenen Anteilen. Und wenn ich eine Genossenschaft bin, die offen ist für weitere Mitglieder, dann kann der Herr Birner sagen, das Projekt finde ich super, ich habe Geld übrig, ich werde Mitglied und ich bezeichne freiwillige Anteile. Ich wohne da gar nicht, aber ich finde das Projekt so gut, ich will das unterstützen. Ich zeichne freiwillige Anteile, die werden dann in der Regel auch verzinst. Da kriegt man sogar mehr wie auf der Bank, also da kriegt man ja im Moment gar nichts mehr. Und ich kann aber auch als Wohnender sagen, ich habe aber mehr, wie ich eigentlich an Pflichtanteilen zahlen muss, auch die kann man einlegen. Also so kann sich so ein Eigenkapital zusammensetzen. Und so kann auch eine Genossenschaft solidarisch sein, weil sie sagt, okay, der eine zahlt weniger Pflichtanteile, weil er gar nicht so viel Kapital hat, dann zahlt er vielleicht 50 Cent mehr Miete, der andere zahlt mehr ein, zahlt dann halt vielleicht 50 Cent weniger Miete, aber so ermöglicht man auch Menschen mit weniger Kapital, sich an so einem Projekt zu beteiligen. Jetzt kommen wir noch zu der Organisation. Da sieht man jetzt auch, wie viel, nee, sieht man nicht, also der Vorstand sind 2, der Aufsichtsrat müssen 5 Mitglieder sein, deswegen kam ich vorhin auf die 7 Personen. Also der Aufsichtsrat, der bestellt die Vorstände, also der wählt sozusagen die Vorstände aus und der Vorstand führt das Geschäft. Der Aufsichtsrat überwacht den Vorstand. Das heißt, der Vorstand muss an den Aufsichtsrat berichten und er kann auch an den Aufsichtsratssitzungen teilnehmen. Und die Mitglieder an sich, also hier ein Mensch hat eine Stimme, die treffen die Grundlagenentscheidungen für die Genossenschaft und die wählen die 3 Aufsichtsräte, Entschuldigung, dann sind es irgendwie 5, habe ich vorhin falsch gesagt, 5 Mindestmitglieder. Und es müssen 7 sein, 2 Vorstände, 3 Aufsichtsräte und noch 2 weitere. Also 7 müssen es sein, aber es sind 3 Aufsichtsräte. Also die werden von der Generalversammlung aller Mitglieder gewählt. Dann haben die Mitglieder aber keinen Einfluss über den Vorstand, aber letztendlich ist die Genossenschaft relativ frei auch, wie sie mit der Mitbestimmung der Mitglieder umgeht. Viele Genossenschaften haben Arbeitskreise, in denen Mitglieder unabhängig Vorschläge erarbeiten können. Also eben wie zum Beispiel, wie Wohnungen vergeben werden oder ökologische Aspekte oder sonstiges.
Partizipation innerhalb der Genossenschaft. Da gibt es häufig Arbeitskreise und viele Genossenschaften, die mehrere Projekte haben, die haben auch ihren einzelnen Projekten eine gewisse Autonomie und Selbstverwaltung zu stehen, gestehen die denen zu. Und da gibt es zum Teil dann auch nochmal Haussprecher und diese Haussprecher haben dann nochmal ein eigenes Gremium und so weiter. Also man kann so ein Organigramm dann in einer größer werdenden Genossenschaft auch nochmal ganz schön aufweiten. Ja, wenn ich jetzt eine Genossenschaft, also wenn ich jetzt in einer Genossenschaftswohnung wohnen möchte, dann habe ich mehrere Möglichkeiten. Also ich kann, wenn ich jetzt eine Kerngruppe von 3, 4, 5 Leuten bin, dann kann ich eine eigene Genossenschaft gründen, also eine lokale Initiative gründet eine neue Genossenschaft. Das kann man machen, ist auch sehr üblich, muss man sich gut überlegen, welche Rolle man dann in der Genossenschaft einnimmt, wer auch dann langfristig die handelnden Personen, also Aufsichtsrat und Vorstand ist. Also dann muss auch jemand da sein, der dann auch Verantwortung in dieser Gesellschaft übernimmt. Man kann eine Kooperation mit einer Genossenschaft eingehen. Also ich sage jetzt Beispiel Maro, aber ich weiß ja auch, dass es bei Ihnen in der Umgebung und in Tittmoning auch Genossenschaften gibt. Da unterwirft man sich in der Regel den Regelungen, die die Genossenschaft schon getroffen hat und ist nicht so frei in der Gestaltung und hat vielleicht auch als Projekt gar nicht so viel Autonomie, wie man sich wünschen würde. Und der Herr Birner hat eine eigene Idee im Kopf, die bisher von einer uns bekannten Kommune auch umgesetzt wurde, eben eine Dachgenossenschaft zu gründen durch die Kommune, die dann ein Dach für viele kleinere Initiativen und Projekte sein könnte. Also das sind so 3 mögliche Schritte, wie man als Bürger, Bewohner von Kirch an Schöring zu einer Genossenschaftswohnung kommen kann, wenn ein Genossenschaftsgrundstück ausgeschrieben wird oder vergeben wird. Und da gibt es bestimmte Vor- und Nachteile. Vielleicht, Herr Birner, haben Sie auch noch Lust, was zu Ihrer Idee zu sagen. Ansonsten kann ich auch gerne zu den Vor- und Vorteilen von so einer Dachgenossenschaft auch noch was sagen. Ja, vielleicht, das ist jetzt einmal eine ganz, nicht unbedingt eine private Idee, aber eine Idee, die ja im Rahmen von einer Weiterbildung von mir entstanden ist, dass man wirklich überlegt, weil eben zur Gründung von Projektgenossenschaften für eigene kleine Genossenschaften, ich glaube, man hat es ein bisschen mitbekommen, doch ein relativ hoher Aufwand vorhanden ist. Ich brauche Know-how, ich brauche Leute, die Zeit haben. Es ist immer wieder Satzung zu erstellen, Gremien sind zu besetzen und das mag vielleicht große Schwierigkeiten ergeben, dass man grundsätzlich sagt, Genossenschaft wäre toll, aber dieses Ganze drumherum, das ist mir zu aufwendig. Und da war die Idee, ob man nicht als Kommune, vielleicht auch als Region, aber jetzt mal als Kommune angedacht, eine Dachgenossenschaft bildet, wo auch die Kommune mit dabei ist, sodass auch dort dieses so ein bisschen ein Korrektiv mit dabei ist und in dieser Dachgenossenschaft dann diese, sagen wir, diese etwas sperrigen Themen wie Satzungen und Vorgaben und vielleicht auch Kalkulationen oder vielleicht auch gewisse Dinge, die gemeinschaftlich Synergieeffekte ergeben, bearbeitet werden können, sodass sich die einzelnen Projekte, also Häuser nenne ich einmal, Hausgemeinschaften, sich wirklich auf ihr Haus, auf die Planung und den Bau von dem Haus konzentrieren können und nicht so den Ballast mit dem anderen haben. Also dann hätte man auch die Idee, wäre dahinter, dass man als Kommune gewisse Möglichkeiten noch hat, eben zu erkennen, wie ist denn der Bedarf überhaupt, damit man auch dann, wenn es um das Thema Grundstücksvergabe geht, dann hat man ja da ein sehr gutes Auge drauf. Und ich denke, dass das, wenn es denn in Kirch an Schöring gewünscht ist, wenn da jemand, wenn sich da Menschen finden, Mitbürgerinnen, Mitbürger, dass es wert wäre, das ein bisschen näher zu untersuchen. Gerade eben, wie Sie gesagt haben, es ist ja ganz schwierig, Wohneigentum, leistbares Wohneigentum zu schaffen. Das wäre halt etwas, wo wir gemeinschaftlich was machen können. Und nicht nur die Familien, sondern vielleicht auch eben Alleinerziehende, Ältere, wie auch immer. Also
damit man wirklich für möglichst viele dieses Thema eigene Wohnung, eigene Wohnmöglichkeit verwirklichen können. Das ist die Idee dahinter, hinter dieser kommunalen Dachgenossenschaft, die aber wirklich im Moment jetzt erst einmal eine Idee ist, wo es noch weder Beschlüsse noch sonst irgendwas gibt. Da müssen wir einfach warten, ob sich Bedarfe auftun, ob Menschen interessiert sind an der Idee. Wenn nicht, dann bleibt es eine Idee. Und wenn ja, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir auch durchaus weitere Schritte gehen könnten. Ja, also ich denke, dass das eine ganz innovative und neue Lösung ist. Dafür ist Ihr Ort ja auch bekannt. Also Kirche an Schöring ist ja in vielfältiger Weise irgendwie Vorreiter und Pilot. Das würde letztendlich ganz gut zu dem bisherigen Vorgehen auch passen. Und also ich selber denke, dass es etliche Potenziale hätte und Möglichkeiten, eben wie Sie auch schon angedeutet haben, andere Kommunen mit einzubinden, Unternehmen mit einzubinden, verschiedene Konzepte auch auszuprobieren und letztendlich eben für die Projekte einen Synergieeffekt zu schaffen, also Buchhaltung zentral zu machen zum Beispiel und eben wirtschaftliches Know-how, Verwaltung, Aufgaben zu zentralisieren und ganz solche Themen also letztendlich in diesem Dach unterzubringen. Das wäre auf jeden Fall ein spannendes Projekt, falls sich jemand aus dem Ort auch noch dafür interessiert. Jetzt hat man irgendwie leider nur Kacheln bisher gesehen, aber vielleicht ist das jetzt auch der richtige Zeitpunkt, sich mal nochmal zu zeigen und vielleicht auch zu sagen, das finde ich interessant oder könnte ich mir vorstellen oder kann ich mir nicht vorstellen, dass man vielleicht auch schon so einen ersten Eindruck bekommt, ist genossenschaftliches Wohnen grundsätzlich was? Was könnten Sie sich vorstellen? Was würde Ihnen Spaß machen oder was reizt Sie daran oder was beschäftigt Sie noch, dass wir vielleicht auch noch für die letzte verbleibende Zeit auch noch mal ein bisschen in Dialog kommen? Würde ich mir wünschen, aber muss natürlich nicht sein. Die Frau Stöckel hat sich schon gezeigt. Wunderbar. Wenn Sie was sagen wollen, müssen Sie auch Ihr Mikro vielleicht anmachen. Ich bin jetzt fertig mit meinem Vortrag. Ich kann das Teilen auch gerne beenden, dann sehen wir uns besser, wenn das recht ist. Frau Stöckel, wollen Sie denn was? Ja, genau, jetzt. Ja, ich wollte jetzt eigentlich nur einen Anfang machen und die Kamera anschalten. Also, okay, ja, sehr nett. Man muss immer anfangen. Genau, aber ich denke, ja, also es war halt einfach mal eine super Möglichkeit, nicht immer das klassisch zu denken und Einfamilienhaus weiterzubauen. Und was mir halt besonders gefällt, ist auch dieser soziale Gedanke, der ja bei so genossenschaftlichen Bauen ja schon in der Planungsphase anfängt und dann sich ja durchzieht durch das gesamte Wohnen. Also ja, finde es eine spannende Sache. Und also ich kenne auch das Projekt am Ackermannbogen und ich fand auch immer, wenn man da mit dem Radl langgefahren, wie ich da mit dem Radl langgefahren bin, da war immer total viel los. Also es war hat sehr lebendig immer gewirkt. Also ich finde es spannend, sich das auch vorzustellen fürs Land, ne? Weil ich kann mir vorstellen, dass viele sagen, ja gut, in der Stadt mag das gut funktionieren, aber am Land. Also das wird nur eine spannende Diskussion, glaube ich. Ja, vielen Dank, dass Sie den Anfang gemacht haben. Und jetzt haben wir noch eine weitere Person, die sich hier zeigt und auch gerne was dazu sagen möchte, hoffe ich. Kann ich gern machen, grüßt euch miteinander. Ich komme aus der ganz anderen Ecke vom Landkreis, aus dem Süden, aus Grassau. Und ich fand das Stichwort von Herrn Birner interessant, dass er gesagt hat, er kann sich das nicht bloß als kommunale Dachgesellschaft vorstellen, sondern auch regional. Also wir haben in Grassau einen kleinen Arbeitskreis, wo wir uns mit bezahlbarem Wohnen beschäftigen.
und wo halt deutlich wird, die bisherigen Modelle wie einheimischen Modell und so weiter stoßen an Grenzen. Mich persönlich interessiert auch das Stichwort, was der Stück vorne ist, also flächensparendes Bauen muss auf dem Land auch Platz greifen, ganz mal abgesehen von den sozialen Aspekten, dass die ganzen Einfamilienhaussiedlungen manchmal ganz schön isoliert leben, die Leute, oder alte Leute in Einfamilienhaussiedlungen ziemlich isoliert leben. Also beide Aspekte treiben mich um, warum ich gern das Thema weiter voranbringen würde. Und ich weiß, dass in Grasser auch andere Leute sind. Also ich fände es schön, wenn man auf regionaler Ebene da weiter im Gespräch bleibt. Ja, gut, vielen Dank für Ihre Wortmeldung. Gibt es unter den 24 anderen, die jetzt noch nicht sichtbar sind, noch jemand, der irgendwie Lust hat? Ja, das ist doch schön hier. Aber erstmal wollte ich mich für den Vortrag auch bedanken im Namen der anderen, glaube ich, darf ich das sagen. Ja, ich hoffe mal, dass jetzt gar nicht so viele Fragen übrig geblieben sind, weil es kommen ja keine. Also das kann ein gutes oder ein schlechtes Zeichen sein. Aber ich hoffe jetzt mal, dass es ganz verständlich und anschaulich war. Alle anderen halten sich noch bedeckt, Herr Birner. Da müssen Sie, glaube ich, noch mal ein bisschen an anderer Stelle. Das wäre jetzt sehr viel schöner, wenn wir in einem Raum säßen. Dann könnte man sich danach auch noch zusammenstellen. Und meistens ist es dann so, dass irgendwie 1, 2, 3, 4 Leute, die irgendwie das gepackt hat und die das super finden, sich dann gleich zusammenstellen und irgendwie miteinander ins Gespräch kommen. Und dann ist schon die erste Keimzelle für so ein Projekt ist dann eigentlich schon gebildet. Die Chance haben wir jetzt heute leider nicht. Das muss man an anderer Stelle irgendwie nochmal nachholen. Im Sommer, wenn man irgendwie sich wieder treffen darf oder so, weil ich glaube, das fehlt jetzt so ein bisschen auch, weil man sieht natürlich nicht, wie geht es den anderen mit dem Thema, irgendwie was beschäftigt die anderen, aber das muss man an anderer Stelle vielleicht nochmal nachholen dann. Ja, aber das nichtsdestotrotz, sage ich mal, jeder, der denkt, das könnte vielleicht was sein, das muss ja nichts Konkretes sein, nur der die Idee interessant und spannend findet, wäre es vielleicht gar nicht schlecht, wenn er sich bei uns einfach mal meldet, weil dann könnten wir vielleicht so ein bisschen mithelfen, da diese Fäden zu spannen. Jetzt ist schwierig zusammenzufinden, damit wir schon mal die Ersten, die vielleicht die Idee wirklich interessant finden, damit wir da mal da die Kontakte knüpfen können. Das können wir und wollen wir auch gerne machen. Und da bitte ich einfach darum, das zu nutzen, bei uns im Rathaus zu sagen, ja, ich wäre einer derjenigen, der vielleicht das interessant findet. Und dann können wir ja das Thema mal in kleineren Kreis, Arbeitskreisen, wie auch immer, je nachdem, wie die Resonanz ist, vorantreiben und dann mal schauen, was daraus wird. Aber wie gesagt, gerne nutzen uns als Gemeinde da ein bisschen als Drehscheibe. Also ich kann es jetzt nur aus meiner eigenen Perspektive auch sagen, gut, ich bin zwar Architektin, aber das ist jetzt gar nicht so relevant, weil es geht ja nicht nur ums Gebäude, sondern es geht irgendwie letztendlich um viel, viel mehr, was man gestalten kann. Man kann so eigene Werte und Ziele auch in so einem Projekt legen. Alleine, also als wir gebaut haben, wir haben vor 15 Jahren gebaut, da war das total üblich, dass in den Treppenhäusern irgendein Stein aus China drin lag, den irgendwelche Kinder irgendwie in Kinderarbeit. Ja, sie lachen, aber es war einfach so. Da hat man, und wir als Gruppe, wir hatten die Chance, das haben sie alle, wenn sie ihre Einfamilienhäuser bauen, das haben wir in der Stadt sonst nie, aber die Chance, darüber nachzudenken, was wollen wir denn eigentlich? Das wollen wir nicht. Wir wollen regionale Firmen, wir wollen regionale Produkte. Wir wollen irgendwie für uns einen langlebigen Wert schaffen und das war einfach wahnsinnig toll, muss man echt sagen. Und zusätzlich dazu wächst dann einfach eine Nachbarschaft bei uns in der Stadt aus total unbekannten, anonymen Leuten. Wir sind in das Projekt eingezogen, wir sind in unser Dorf gezogen, wir kannten einfach alle. Und das hat man nicht. Und das hat man vielleicht auch auf dem Land nicht so, wenn man ein neues Gebiet ausweist. Ja, da hat man häufig dann Leute, die zugezogen sind, die gar keinen Ortsbezug haben, die sich auch gar nicht so einklinken, die womöglich ganz woanders arbeiten. Und solche Projekte bieten halt da auch eine Riesenchance, da eben einen Bezug zum Ort herzustellen. Also ich persönlich finde es wahnsinnig spannend. Ich kenne jetzt viele Projekte und auch viele Leute, die solche Projekte angegangen sind. Das letzte Bild, das ich jetzt nur ganz kurz gezeigt habe, das war eine junge Genossenschaft, die aus dem Stand weg
40 Wohnungen gebaut hat in München. Und jedes Projekt oder jede Initiative hat so ihre ganz eigene Handschrift, also ihre ganz eigenen Ziele und setzt sich aus so unterschiedlichen Köpfen zusammen. Und es ist einfach wahnsinnig spannend, was aus so verschiedenen Menschen dann auch an Ideen und auch an Energie irgendwie erwächst. Ja. Jetzt gibt es noch eine Wortmeldung, gerne. Ich habe zwei Fragen. Das eine ist, Sie haben jetzt gerade von Münchner Beispielen gesprochen, die Spaß machen. Die Frage wäre, wo es welche auf dem Land gibt. Und das zweite wäre nochmal die Frage nach dem etwas komplexen und schwierigen Thema kommunale Grundstücksvergabemöglichkeiten. Sie hatten erwähnt Konzeptvergabe, Sie hatten Erbbaurecht erwähnt. Mir ist nicht ganz klar, wo die Gemeinde quasi über den Weg subventionieren kann oder inwieweit sie das Haushaltsrecht gar nicht durchbrechen kann. Also das, wenn Sie das nochmal ein bisschen sortieren könnten. Ja, also es gibt einige Projekte auf dem Land, allerdings noch nicht so viele. Also da ist die Stadt oder sind die Städte tatsächlich Vorreiter. Auf unserer Webseite findet man ein paar wenige, die im Umland schon realisiert sind, unter anderem eben einige der MARU. Es gibt einige Initiativen, die gerade am Start sind, wo noch keine konkreten Projekte sind. Also jetzt gerade ist ein städtebaulicher Wettbewerb gewesen in Wörthsee. Und in Olching ist jetzt ein Projekt gerade fertig geworden. Also es gibt so ein paar kleine Leuchtturmprojekte schon, aber das Interesse ist sehr, sehr groß. Und das andere Thema, das Sie mir jetzt Aufgabe zum kurzen Sortieren mitgegeben haben, ich weiß nicht, ob das nicht fast den Rahmen sprengt und auch, aber gut, ist auch für Bürger interessant. Also nachdem ich nicht unter Wert vergeben kann, muss ich vor allem das Vergaberecht und das EU-Beihilferecht berücksichtigen. Und wenn ich unter Wert vergebe, dann muss ich begründen, warum. Das heißt, ich brauche eine bestimmte Zielgruppe oder einen bestimmten Bedarf vor Ort. Und dann kann ich das machen in Form eines Betrauungsaktes. So, dann betraut man eine gewisse Genossenschaft mit der Herstellung von Wohnraum für diese und diese Zielgruppen zu einem Prozentsatz von X. Und das Ganze muss dann EU-Beihilferechtlich sozusagen, ist dann wasserdicht sein. Da braucht man natürlich eine juristische Beratung, aber das ist jetzt ein paar Mal schon exerziert worden. Das ist sicherlich ein gangbarer Weg. Da kann ich entweder den Grundstückspreis senken oder wenn ich im Erbbaurecht vergebe, ist ja dann Jacke wie Hose eigentlich, kann ich auch den Erbbauzinssatz auf diese Weise senken. Also ich muss auch zum ortsüblichen Erbbauzinssatz vergeben. Erbbaurecht an sich, muss man wissen, ist erstmal kein wirtschaftlicher Vorteil. Das war ein Vorteil, als irgendwie die Bankzinsen 7% waren und man dann ein Erbbaurecht für 4,5% gekriegt hat. Heute ist es so, wenn ich 0,5% Zinsen bei der Bank zahle und ein ortsübliches Erbbaurecht von 1,75% habe, dann habe ich ja schon einen Nachteil als Projekt. Zudem habe ich das Risiko der Steigerung der Erbbauzinsen. Die sind ja meistens eben auch an die Inflation gekoppelt. Und ich habe zudem einen schlechteren Beleihungswert bei der Bank, sodass die Banken häufig schlechtere Konditionen vergeben. Also das Erbbaurecht ist ein super Instrument, um kommunale Bodenpolitik zu betreiben, aber es macht das Wohnen per se erst auf den ersten Blick nicht günstiger, sondern ich muss als Kommune mich anstrengen, dass ich Erbbaurechtsgrundstücke nicht schlechter stelle als Kaufgrundstücke. Ja, aber vielleicht da nur ein Wort zum Erbbaurecht. Ist natürlich schon auch ein Werkzeug für uns Kommunen, die Grundstücke der Spekulation zu entziehen. Also das ist schon ganz ein wichtiges Element. Und vielleicht auch nur der Hinweis, wir haben ja einen Vortrag, das war der dritte Vortrag, zukunftsorientierte Baulandvergabe mit Michael Pelzer. Wer sich das mal anschauen möchte, der kann das auch auf unserem YouTube-Kanal einmal vielleicht nicht, da geht es jetzt nicht ganz in die Tiefe mit Betrauung, sagt aber grundsätzlich, was für Optionen, was für Möglichkeiten denn die Kommunen haben. Und das Beispiel Bayern, ich glaube, ist da ein sehr gutes. Und wie gesagt, diese Spekulationsentzug durch Erbpacht, das ist, glaube ich,
nicht zu unterschätzen, wie man auch dort sagen wir auch eingreifen kann, die Grundstückspreise ein wenig in den Griff zu bekommen. Das andere, was Sie gesagt haben, das möchte ich nicht in Abrede stellen, aber für die Kommune gibt es natürlich auch noch einen anderen Blickwinkel, der da ganz wichtig ist. Ja, das habe ich auch gesagt, dass es für die Kommune ein sehr gutes Instrument der Bodenpolitik ist und dass man letztendlich aber das als Kommune berücksichtigen muss. Und wenn man das tut, wenn man sozusagen bemüht ist, die Nachteile für die Erbbaurechtsnehmer auszumerzen, dann ist das ein super Instrument. Es wird ja auch letztendlich eigentlich fast überall jetzt mittlerweile praktiziert. Ja. Vielen Dank für die Beantwortung. Danke. Jetzt kann man eine Wortmeldung noch. Ja, ich sehe es leider nicht, wer es ist. Ja, Helmut, bitte. Ja, hallo, kann man mich hören? Ja, gut. Genau. Sie haben vorher gerade erwähnt, das Vergaberecht. Wenn jetzt die Kommune als Dachgesellschaft praktisch irgendwie im Einsatz ist, zählt dann das kommunale Vergaberecht oder ist das ausgehebelt? Also ehrlich gesagt, da bin ich jetzt überfragt, weil wie gesagt, also eine kommunale Dachgenossenschaft haben wir in der Form nicht gehabt bisher. Das Vergaberecht gilt ja bei einer kommunalen Gesellschaft an sich nicht. Da kann man ja eine Inhouse-Vergabe machen. Müsste ich mich jetzt nochmal schlau machen, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Aber Sie können ja auch unter bestimmten Umständen direkt vergeben, wenn es einen speziellen Akteur gibt, der genau nur Ihre Zwecke erfüllt, dann ist ja auch die Direktvergabe möglich, ohne auszuschreiben. Okay. Ja. Grundsätzlich sind wir im Privatrecht unterwegs, das ist richtig. Oft ist natürlich dann über gewisse Förderprogramme über die Hintertür dann wieder das Vergaberecht mit dabei. Da muss man einfach ein bisschen aufpassen. Okay, gut. Also ich sehe jetzt im Moment keine Wortmeldung mehr. Jetzt muss ich gerade nochmal schauen. Im Chat, glaube ich, ist auch nichts mehr. Also Sie sehen, aber wir sind eh schon 1,5 Stunden fast unterwegs. Sie sehen, das ist ein sehr erfüllendes Thema und hat auch durchaus eine gewisse Resonanz verursacht. Ich denke, dass es eben nicht nur eine städtische Einrichtung ist mittlerweile, sondern gerade auch bei uns, wobei wir natürlich mit unserem Bodenpreis natürlich weit, weit weg sind von irgendwelchen städtischen. Aber dennoch für unsere Verhältnisse stellt es für Bauwerber auch eine große Herausforderung dar. Und deswegen können solche alternativen Ideen und Modelle auch für uns entsprechend hilfreich sein, ja, auch möglichst viele Schichten in Wohneigentum zu bringen. Und da kann eben es wird nicht das Allheilmittel sein, aber solche Genossenschaften können ein Hilfsmittel sein, das zu machen. Und deswegen bedanke ich mich recht herzlich für Sie, bei Ihnen, dass Sie sich den Abend Zeit genommen haben, dass Sie sich vorbereitet haben. Möchte aber auch nicht vergessen, unsere EDV-Unterstützung im Hintergrund am Bartel und auch die Tanja Schnetzer, die ja unsere Projektleiterin ist, möchte ich auch recht herzlich bedanken. Und wie gesagt, nutzen Sie bitte auch wirklich das Angebot, das ich heute damit auf den Weg geben möchte. Wer sich für das Thema näher interessiert, das könnte wirklich ein Thema sein, das wir aufgreifen wollen. Einfach melden und dann schauen wir, ob wir das thematisieren bei uns tiefer oder ob es einfach eine gute Idee oder einfach eine Idee bleibt, sagen wir so. Und somit bedanke ich mich recht herzlich für die Teilnahme. Wie gesagt, in ein paar Tagen werden wir das sauber zurechtgeschnitten haben. Dann werden wir auch das wieder in unseren Kanal stellen. Dann kann man das in aller Ruhe anschauen. Ich darf aber auch nochmal Werbung machen. Es wird noch einmal mindestens eine Veranstaltung geben und da hoffe ich, dass wir dann vielleicht wieder in einer Hybridveranstaltung vor Ort einige Menschen mit dabei haben. Da geht es dann schon ganz konkret, was denn in einer Baulandausweisung in einem neuen Baugebiet möglich ist. Und da gibt es natürlich dann auch bauleitplanerisch die Herausforderung, dass man zum Beispiel auch so Projekte wie heute möglich macht. Das muss ja auch der Bebauungsplan hergeben. Das muss auch dann von der Kommune bei der Grundstücksvergabe berücksichtigt werden, denn der Bauträger ist natürlich viel flotter unterwegs als wie so eine Baugruppe oder Genossenschaft. Die haben wir ja gehört, die muss sich erst formieren. Und deswegen ist auch allein das schon eine Herausforderung für die Kommunen. Und
Wie gesagt, es gibt mindestens noch einen Vortragsabend, bevor wir uns dann in die tatsächliche Arbeit stürzen und uns mit der Bauleitplanung auseinandersetzen. Da darf ich Sie heute schon recht herzlich einladen. Ich bedanke mich recht herzlich nochmal für die Teilnahme jetzt und vielleicht machen Sie ein bisschen Werbung auch für das Thema und auch für die Informationen im Internet. Wie gesagt, vergeht's gut und noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Vielen Dank für die Einladung. Servus. Danke, Herr Werner. Danke.